Beim Stöbern in meinem Videoarchiv bin ich auf einige unveröffentlichte Videoschnipsel vom Juli 2015 gestoßen. An diesem heißen Sommertag habe ich das Arboretum in Ellerhof besucht. Erich Frahm, der letzte Inhaber einer Baumschule, richtete 1956 auf dem 3,5 Hektar großen Gelände des historischen Münsterhofs in Ellerhof mit Gerd Krüssmann ein Arboretum ein, also einen Baumpark. 1980 wurde das Gelände vom Kreis Pinneberg gekauft und nach einem Hin und Her leitet seit etwa 1996 ein Förderverein die Geschicke des Parks. Der ursprüngliche Gedanke des Arboretums ist wohl noch zu erahnen, aber im Grunde genommen ist es eine interessante Gartenschau, die zu fast allen Jahreszeiten zeigt, was in Norddeutschland so geht. Während ich mich so ein wenig verplappert habe, haben wir einige Eindrücke aus dem Bauerngarten gewonnen, wie er so typisch für den Norden Deutschlands ist. Und so war mir einfach danach, im Winter auch etwas Sommerliches zu zeigen. Mithilfe dieser fast 9 Jahre alten Aufnahmen möchte ich euch allerdings auch meine 3 persönlichen Highlights im Arboretum zeigen. Denn hinter einem mediterranen Bereich des Parks grenzt irgendwann ein kleines Areal mit erdgeschichtlich uralten Pflanzen. Neben diversen Schachtelhalmen stehen hier verschiedene imposante Baumfarne. Einfach eindrucksvoll, dass die solch alten Ursprungs sind. Gleich dahinter findet man den Wasserwald. Der langjährige Leiter des Arboretums hat hier im Grunde genommen ein Stück Florida nach Schleswig-Holstein geholt. Denn vor mehr als 3 Jahrzehnten hat Professor Wader hier 30 Finger dicke Sumpfzypressen in den See gepflanzt, die sich mittlerweile so entwickelt haben, dass man sich in einen anderen Kontinent versetzt fühlt. Auch wenn sie noch weit entfernt von den 700-jährigen Bäumen ihres Ursprungslandes sind. Es geht ähnlich spektakulär weiter, denn ein Lotussee beeindruckt auch ohne Blütenpracht. Wie muss das erst aussehen, wenn hier die Blüte in vollem Gange ist? An den Blättern der Lotuspflanzen perlt das Wasser in einzigartiger Form ab, ein Vorbild für die Forschung bis in die heutigen Tage. Und zur Erheiterung der Besucher gibt es auch hier die fetten Spiegelkarpfen, wie sie in vielen urbanen Seen ihre Kreise ziehen. Immer auf der Suche nach einem Happen, den die Besucher wohl ab und an verlieren. Wer mal dort in den Norden kommt, dem mag ich diesen Park uneingeschränkt empfehlen. Und das zu fast jeder Jahreszeit. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.